alles hört auf mein Kommando. Wenn Salomos Raps Pablo Picasso. Ich jag Flows in die Charts hoch, von ganz unten bis nach ganz oben. Und Adolf dreht sich im Grab um. Ihr wollt paar Flowblätter? Okay, dann werd ich mal losschmettern. So klingt es, wenn das Niveau klettert, ihr Klonrapper. Ich war schon immer ein Go-Getter und Hochkämpfer. Ihr Showgangster wollt Beef, ich führ euch zum Metzger. Wie wollt ihr mich stressen? Rapper Mittwoch Battle Mania Halbfinale. Drei Runden, erste mit Beat. Dreimal acht Takte Freestyle Schlagabtausch. Zweite mit Beat. Zeig deine Lyrics. Bei Unentschieden, dritte. Jeder einmal eine Minute Schlagabtausch a cappella. Rasputin war als erstes, ne? Rasputin war als erstes gezogen. Rasputin gegen Chrom. Rapper Mittwoch, seid ihr bereit für dieses Halbfinale? Rasputin, Faust oder Ficker? Faust. Faust. Rapper Mittwoch Battle Mania, Halbfinale. Halbfinale. Faust. Faust, ihr guckt immer, ey, die gucken immer, wenn ich die Münze werfe, die sind so richtige Hunde, die so, na, fällt sie jetzt runter? Lässt er sich blenden von den Lichtern? Nein, mein Alter. Nein, darum geht's gerade. Sag mal. Sollen wir, also sag mal, komm, könnt doch machen, Alter. Ich finde, dein Wurf ist leicht feminin, Alter. Komm, wir feiern seine weibliche Seite. Einmal Lärm für die weibliche Seite. Ist alles gut, der Gian kriegt aber den Bus. Aber ich böse gemeint, Alter. Ey, wenn du eine Frau wärst, wärst du die hübscheste, Mann. Ist doch echt so, wa? Aber es ist so, aber der Gian kriegt den Bus, der kriegt den Bus von mir auch immer so böse, deswegen darf er jetzt auch einmal einen Ring, Alter. Also, Rasputin, Faust, wer fängt an? Na, dann fange ich mal diesmal an, weil jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Also, Rapper Mittwoch, zeigt mir eure männliche und eure feminine Seite für dieses erste Halbfinale. Nehmt alle die Hände hoch. DJ Peter, Alter, let's go. Acht Takte Schlagabtausch über den Beat. Faust auf Faust, Faust auf Faust. Check das. Ah. Ich seh aus wie ein wilder Schläger. Gegenüber dir, ich hau dir auf die Brillengläser. Dein Leben ist grau, ich muss mir an den Kopf packen. Entschuldige mal, deine Mutter hat Schamlippen so wie Topflappen. Ich komm aus Leipzig, der Haifisch. Ihr wisst, was hier passiert, dir reicht nicht die Weitsicht. Dein Leben ist grau, genauso wie dein T-Shirt. Es gibt nichts, was mich in diesem Ballerscheißgebiet stört. Ich komm jetzt an, der Typ wird dir umgebamst. Unter deinen Armen gibt's das nächste Teil vom Dschungelcamp. Check das aus, das ist wie Schlagsahne. Dieser Typ besteht von oben bis unten nur aus Haaren. Ja, jetzt muss man Jubels hier noch feiern. Deine Mama macht in der Woche mehr Dreier als der FC Bayern. Komm mal klar, ja Junge, was kannst du denn hier? Ich komme an und battle Freestyles, so wie Gia. Change. Er ist der Typ, der im Dunkeln flennt. Aber den lassen sie noch nicht mal in das Dschungelcamp. Dem Typen, dem die Plauze runterhängt, ist der hier, ich zieh dich ab, plus dein graues Unterhemd. Deine Mutter flennt, ihr habt leider keinen Plan. Du bist heute ohne deine Armbanduhr, heute heimfahren, einsam. Du musst sparen, weil du arm bist. Das ist Rasputin, ich beraube dich deiner Bart. Change. Yo, ich komm jetzt an und trinke ja übelst den Rap-Shit. Meine Uhr ist ziemlich cool, die sagt mir an, dass du wack bist. Yo, yo, Junge, komm, ich chille. Und wenn ich außerdem gucke, dann guck ich durch meine Brille. Das ist wie Google Glasses, die gibt mir Informationen. Die sagen, dass heute die Leute den Sieger Chrom nennen. Yo, das ist die Hure vom Bahnhof Zoo nach dem Battle.net. Ja, Benno, waren Sie mal sein Kind nach mir. Change. Das ist die Uhr vom Bahnhof. Sagt mal Rasputin, hebt mal euren Arm hoch. Das ist Ras, ich komm direkt vom Bauernhof. Ein bisschen blip blap blue ist doch auf Dauer doof. Guck mich nicht so an, als hättest du Angst. Deine Zeit ist genauso kurz wie dein kleiner Schwanz. Mach keinen Affentanz, egal was du kannst. Ich bin gegenüber dir dreckig wie Punks. Ja, ich komme an, reiß deine Mutter in den Puff auf. Blip blap blub, Junge, Alter, was hast du? Schluck auf? Yo, yo, Junge, bist du voll? Hast du Schluck auf? Dann trink doch bitte weniger Red Bull. Ich komme an, Junge, auf dich hier scheiße ich. Du bist scheiße, Red Bull und RB Leipzig. Ich komme an, gib dem Typ eine Kopfnuss. Ich komme aus dem Osten, Energie, Cottbus. Vorbei! Sehr geiles erstes Ding. Nur so ein Ding, tut mir mal eingefallen, bleibt mal so ein bisschen hier stehen und wenn ihr battelt, auch immer, ich spreche einfach zu beiden, egal wer was gemacht hat, battelt euch immer gegenseitig und halt nicht so Körperkontakt mit Schubsen und so. Nachher versteht es einer falsch und dann zack, boom, bang. Also, in dieser ersten Runde, 8 Takte Freestyle-Schlagabtausch hat Rasputin begonnen. Auf meiner linken Seite, zeigt mir eure Hände, wenn ihr dafür seid, dass er den ersten Punkt erhält.
Das gleiche nochmal für den MC, der nachgelegt hat. Auf meiner rechten Seite die Hände für Chrom. Damit steht es 1-0 für Chrom. Da du gerade angefangen hast, Chrom, fängst du jetzt an. Du kickst einfach einen sauberen, schönen 16er über den Text. Wir beide setzen uns hier zur Seite und hören das mal an. Rapper Mittwoch, alle Hände nach oben, hört genau auf die Lyrics und bewertet die Lyrics. Yo, ich brauche euch dann alle in der Hook, weil ich dann weniger Text bringen muss. Das ist ziemlich vorteilhaft. Yo! Yo, K.O.M., yeah, ab sofort nur noch Studentenrapper. Wart mal noch ganz kurz, dann bin ich euer echter Bachelor. Dann teile ich unter Tosen den Applaus, rote Rosen aus und werf sie in die Crowd. Genau, Sepp raus und ich merke, alle feiern das. Ich bin der neueste Trend, Sternchen Dreieck mach. Und ich mach weiter das und pack auf jedes T-Shirt mein Logo. Da feiern mich selbst alle Jungs, no Chromo. K.O.M., yeah, ich hab immer schon wie Gold gerappt und du kochst jetzt vor Wut. Denn dir fehlt das Erfolgsrezept in deinem nächsten Style. Bist du einfach scheiße, deswegen komm ich an und bring dir einfach die besten Reime. Gib mir ein K, yeah, gib mir ein R, yeah, gib mir ein O und das M, ja gleich nochmal. Gib mir ein K, yeah, gib mir ein R, yeah, gib mir ein O und das M. Er ist unbekannt in meiner Gegend, unbekannter Interpret. Und heute schmückt mein Name deine ganze Medienbibliothek. Was geht? Ich will einfach nur noch krasser reimen. Bin wie Obama und lass euch neben mir blasser scheinen. Werd euch meine Sachen zeigen, in jeder Session voller Macht verweisen, dass ich geil bin und die Eins in ein paar Jahren nicht grundlos ist wie Pflastersteine. Kannst du in der Nacht beweisen, doch wenn es um Bier geht, kannst du mir einfach nicht das Wasser reichen. Digga, kennst du die Google-Übersetzer? Da gib da mal bitte den Text ein. Und wenn ich schlecht und weg gehen, dann sollte das immer noch besser als der mütigen Rap sein. Wie der Zuhörer schläft ein, als wäre er auf Opium. Ich bleib hier der King, Jungs, nennt mich doch Chromium. Ja, und weil mich hier niemand kennt, Rapper Mittwoch, buchstabieren wir jetzt K-R-O-M. Und weil mich wirklich jetzt hier niemand weiter kennt, buchstabieren wir jetzt meinen Namen. K-R-O-M, yeah, gib mir ein K. Yeah, gib mir ein R. Yeah, gib mir ein O. Gib mir ein M. Ja, nochmal, gib mir ein K. Yeah, gib mir ein R. Yeah, gib mir ein O. Und das M. Danke. Dankeschön, Dankeschön für diesen 16er von Chrom. Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, ich muss nur jetzt der Fairness halber dazu sagen, hört, bewertet bitte, also jetzt nicht die Masse, die gerappt wurde, weil es hätte ein 16er gereicht, weißt du, du hast halt ein bisschen länger gemacht. Du musst jetzt nicht so lange rappen, es steht dir frei. Hauptsache, du kickst ein 16er durch und ihr bewertet euch besser gefallen hat. Alle Hände auch jetzt hoch für Rasputin, komm! Alle Hände! Der Food ist vom Pornos, der Hirkus Pokus, mein Wurf ist das Bonus, ohne Großkohle und Vorschuss, den Flow ist zu sorglos. Du flowst wie im Kurs, ich stopf den Globus und Anus, die deine Homies sind. Ihr seid tot in der Flore, die Katastrophe ist Mode, ihr seid oben wie ohne, nur ein Popel auf meiner Krone. Verstorben, ich bin eure Soße, sonst hol ich mir deinen Hoden, verquetscht deine komische Hose. Komm auf den Boden, du brauchst eine Dose zum Koksen, du bist so doof und verlogen. Komm zu mir ins Studio und mach mal erotische Posen. Ich mach Fotos am Kurven auf exotischen Tropen, bring alte Opas zum Toben und schmeiß die Kohle in den Ofen. Du stirbst bloß ohne Wurst, ohne Mohnung und Drogen, ohne Idioten wie euch komm ich ohnehin bis nach oben. Macht mal Lärm für diese Runde von Rasputin! Die MCs nochmal bitte an meine Seite, behalt das Mikrofon hier bitte an meine Seite nochmal, Rasputin und auch Chrom. Das Mikrofon auch nochmal zur Hand. Wie gesagt, es steht 1-0 für Chrom nach der ersten Runde. Wenn er jetzt das 2-0 macht, dann sind wir hier fertig und er ist im Finale. Wenn ihr das an ihm gebt, dann steht es 1-1 und wir kommen zum A Cappella. Und wenn es unentschieden steht, dann wird es für den hintenliegenden MC gewertet. Richtig? Also wenn ihr euch uneinig seid. So. Also ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was muss ich denn jetzt nochmal machen? Ja, ich sag mal so, das ist ganz einfach. Ich hab's erklärt. Ganz einfach, frag ich jetzt das Publikum, wer gewonnen hat. Jetzt hältst du, hältst du... Gehen Sie mal zur Seite hier, junger Mann. Gehen Sie mal zur Seite, ein bisschen zur Seite hier. Ich mache jetzt mal die Umfrage. Also, in dieser Runde hat Chrom angefangen. Netter junger Herr, nette Brille, super Ausstrahlung. Zeigt mir mal die Hände für den MC auf meiner rechten Seite, wenn ihr dafür seid, dass er den Punkt hat für Chrom. Okay, das Gremium hat genau hingeschaut, ich auch. Das gleiche jetzt nochmal, wenn ihr für Rasputin seid, auf meiner linken Seite. Ich denke, es ist eindeutig. Herzlich willkommen im Finale, Chrom! Ei, ei, ei. Macht mal Lärm für Fezzas!
Wir haben doch vorhin so eine kleine Sache vereinbart mit dem Geräuschpegel, weil da guckt jemand zu, Ben Solomo. Macht mal Lärm für Fezzers. Und macht mal Lärm für Camo. Fezzers, yeah. Halbfinale. Faust oder Ficker? Ich nehme diesmal den Ficker. Den Ficker. Digga, ich hab so männlich gerade geworfen, Alter. Zu den ersten? Du hättest die Blicke der Frauen sehen sollen, Alter. Hab ich gerade männlich geworfen? War okay, oder? Tamam, diese! Na, nur die, die geguckt haben. Also, Faust, du darfst entscheiden. Fängst du okay, an? Okay, fang an. Okay, Fezzers fängt an. Alle Hände hoch, Alter. Zweites Halbfinale bei Rapper Mittwoch. Okay, let's go. Rapp ich einfach weiter hier so auf diesem Beat. Versuch nicht zu schleimen, du weißt, dass das hier nicht zieht. Dicker, und jetzt komm mir nicht zu nah. Ich weiß, du stinkst eklig nach Habdullah. Nein, das hat sich nicht gereimt, das war einfach ziemlich mies. Doch ich rappe weiter, kille jetzt einfach diesen Pete von DJ Pete. Yo, so muss das laufen, kein Problem, ich rapp einfach souverän. Wenn ich sie guck, hab ich ein Stehen. Change. Ey, Digga, Mann, wo ist dein Mutti-Zettel? Willst du jetzt hier wirklich den Größeren betteln? Scheiße, Mann, du solltest mir jetzt lieber flennen gehen. Du wirst jetzt hier gegen einen wahren Mann auf der Bühne stehen. Ah, shit, Mann, ich bin viel zu böse, du bist einfach viel zu klein. Keine Größe. Scheiße, Mann, ich fresse dich wie Klöße. Und die Roulade auch, du bist einfach viel zu high like geklaut. Change. Ah, ah, ah. Ey yo, die Leute hier, Mann, die finden diesen Fezzers cool. Auf deinem Schuh steht N, steht das für Noob? Dicker, was willst du erreichen? Guck mich an, Dicker, nimm dir ein Beispiel daran, einfach zu flowen. Einfach in das Mikrofon, nimm es nach an und dann wird sich diese Scheiße lohnen. So muss das laufen und so ist es auch mal richtig. Komm mir nicht zu nah, denn dein Rap ist einfach nichtig. Change! Meine Rap ist einfach nicht nichtig. Für mich bist du nur ein weiter von vielen und wichtig. Rich Kid, schau dich doch einfach an. Wie gesagt, im letzten Reverse, du bist noch kein Mann. Du hast noch blonde Sackhaare, Schamhaare, Schambracke. Du bist einfach nur ein Möchtegern Kanake. Bitte fuck mich hier nicht ab, du gehst mir auf den Sack. Du hast das einzige auf deinen Zehen. Plug. Change. Wenn ich rap, dann wird sich das hier lohnen. Keiner meint sie ernst, aber du bist ein Hurensohn. Und das meine ich wirklich ernst. Du bist viel zu weit entfernt. Komm mal ran, ich bring's dir näher. Wie man hier mal rappt, Mann, das ist einfach perplex. Es ist einfach zu echt. Ich bin einfach der Freshste im Haus. Und es muss so sein, Mann. Ich bring hier diese Line und denk, ich bin ein geiles Schwein. Change. Wenn du fresh bist, höchstens so wie Klostein. Scheiße, Mann, deine letzte Rhyme war für'n Po geil. Dein Style ist einfach nicht zu fresh. Du bist nicht echt wie der letzte Synthetik-Pippi-Piss-Test. Ah, ich bin viel zu böse gegen dich. Scheiße, du bist einfach falsch in dieser gegen Shit. Ich glaub nicht, dass du aus Leipzig bist. Eisen nach, scheiße, Mann, komm mal jetzt zur Eisenbahn. Vorbei, erste Runde vorbei. Ihr seht, die MCs geben sich Respekt. Manchmal fallen so Wörter, aber hat sich auch nur gereimt. Was denn los? Gute Laune oder was? Geil? Ah ja. Dann werden wir mal gucken, wo jetzt deine Hand in die Höhe geht, wenn ich die Abstimmung hier mache. Angefangen hat in dieser ersten Runde Fezzers. Wenn ihr für Fezzers seid, zeigt mir eure Hände hier auf meiner rechten Seite für Fezzers. Das gleiche nochmal für den MC, der gerade nachgelegt hat in dieser ersten Runde Freestyle-Schlagabtausch für Camo auf meiner linken Seite. Es steht 1-0 für Camo. Wir kommen gleich zu der nächsten Runde. Nur eine Sache will ich noch anmerken. Ich habe so ein paar Hände gesehen, die sind komplett unten geblieben. So. Ihr habt alle die Chance mit abzustimmen, so, ohne dass euch das Gremium reinfuscht. So. Deshalb nutzt doch eure Stimme so, gerade wann die Wahlen so, ihr wisst dies, das. Aber hier habt ihr wirklich die Chance, direkt was mit zu beeinflussen. Deswegen immer die Hände nach oben, wenn gefragt wird. Nun kommen wir zum Text. Du hast eben gerade angefangen, ne? Deswegen, Camo, fängst du jetzt an. Ich werde alle Hände oben sehen für ihn. Wie gesagt, hört auf die Lyrics. Komm, ihr seid doch noch wach. Es ist doch noch viel zu früh, langsam müde zu werden. Was ist los? 1-16er, ne? Ja. Yeah. Let's go, Alter. Pete, let's go! Yeah. Im Endeffekt könnte ich einen Fick auf alles geben. Alte Schleier, altes Leben. Doch um es auf den Punkt zu kriegen, lernt zu landen nach dem Fliegen. Wenn die meisten fallen, vergassen sie schon seit langem, dass sie mal kriechen. Es geht um Mucke machen und sich keine Imagefilme zu schieben. Weniger beschweren, denn das Leben hat mehr Höhen und Tiefen. Scheiße, Mann, und ich bin jetzt am Choken. Ich suche jetzt die nächste Zeile und die nächste Schaufel. Scheiße, Mann, die meisten möchte gern Gangster-Rapper machen. Mir auf Raubkatzen, aber sind nur plagmatische Miezen. Ich bin nur ein weiteres Sandkorn am Strande des Kossis. Einer von wirklich vielen.
kopieren. Beendete das Dealen, wollte selbst Gedanken, Worte fassen. Will ja durch die Tage hassen, nicht mehr geben die Bodendielen. Scheiß drauf, Mann, jetzt heb die Hände, Mann. Geb deinen Fick auf dieses abgefuckte Drogenspiel. Mann, ich mach einfach meine Lines. Ich zauber 1, 2, 3 mit dem Bleistift, geil. Mann, jetzt bin ich wieder frisch, richtig heftig am Choken. Scheiße, Mann, wo sind meine ganzen Strophen? Okay, das war aber auf jeden Fall ein solider 16er. Du hast noch nach mehr Strophen gesucht, aber es war ein 16er, Alter. Nee, war alles gut, Alter, alles gut. Ja, alle Hände will ich jetzt auch oben sehen, wenn Fezzaz seine Lyrics kriegt. Nimm dir das Mic, Alter. Alle Hände hoch, Rapper Mittwoch. Hört auf die Lyrics. Danach kommen wir zur Abstimmung. Hände. Yeah, yeah, yeah. Rap ich einfach weiter und zerstöre hier die Beats. Findest du es einfach mies, was hier gerade so geschieht? Denn das ist nicht deine Mucke, du willst davon einfach weg. Ja, dann geh doch zum Punkrock oder Heavy-Metal-Dreck. Hier wird Musik gelebt und Geschichte geschrieben. Leute, die es lieben, gehen ab auf Wolke 7, weil es Liebe ist, weil wir Sehnsucht haben, weil wir bewachen mit nem Mic den Kampf des Lebens wagen. Ich rappe immer weiter, für mich gibt's kein Gut genug. Und wenn mir die Stifte ausgehen, Mann, dann schreibe ich mit meinem Blut. Für dich unverständlich, für mich die größte Sucht. Ich brauche kein Fame, kein Geld und kein teuren Schmuck. Was ich besitze, ist im Herzen und kann keiner nehmen. Und das Schöne daran ist, das gilt so lange wie ich lebe. Probier's doch, komm schon, versau mir diesen Weg. Wie egal musst du mir sein, wenn ich bei Facebook sogar ablehn. Ich hoffe, ihr habt ganz genau zugehört. Denn es steht 1-0 für Camo. Kommt mal auf die Bühne, wir müssen abstimmen. Ihr habt beide gerappt. Ne, du musst auf die Seite, genau, und du musst auf die linke Seite. Angefangen in dieser Runde hat gerade Camo, deshalb, wenn ihr dafür seid, dass Camo diese Runde gewonnen hat, auf meiner linken Seite, bitte die Hände jetzt. Lautstärke zählt in dieser Runde leider nicht. Das gleiche jetzt nochmal, wenn ihr dafür seid, dass Fezzaz die Runde für sich entschieden hat. Damit steht es 1-1 und wir kommen zu einem Acker. Acker! 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 Ich hab sogar viermal gemacht jetzt, Dicker, Alter. Wow. So, warte mal. In der ersten Runde durfte wer den Münzwurf entscheiden. Du hast gerade den Münzwurf entschieden, dann darfst du dich diesmal entscheiden, ob Faust oder Ficker. Es ist ganz wichtig. Der Münzwurf ist jetzt sehr entscheidend. Ich hab mich entschieden. Ich hab Ficker genommen, eben. Ich hab entschieden. Eben gerade vorher? Ich hab entschieden am Anfang. Nee, aber in der Runde davor hat er doch gerade entschieden, den Münzwurf. Ja, den Münzwurf hat er doch entschieden. Ja, genau. Deswegen darfst du jetzt entscheiden. Aber ist geil so, weißt du, er will nichts sagen. Weil ihr müsst genau auf die Lyrics hören. Die beiden haben dann ja nur eine Runde, eine Minute, 90 Sekunden halt a cappella gegeneinander zu rappen. Und natürlich hat der, der danach vielleicht rappt, ein bisschen Vorteil. Deshalb merkt euch genau, was der andere auch gesagt hat. Jetzt darfst du dich entscheiden. Faust oder Ficker? Ich muss die Leute aufklären. Jetzt wieder die Faust. Jetzt Faust? Warte nochmal kräftig lernen für Giers Münzwurf. Oh mein Gott. Ficker. Ich nehme den ersten Part. Du fängst an? Ja. Okay. Hast du jetzt 60 Sekunden. Wie gesagt, Rapper Mittwoch, wir kommen zum ersten Mal zu dieser Situation, wo das jetzt in Frage kommt, was ich euch vorhin beigebracht habe. Seid mal jetzt alle ruhig! Hey! So, a cappella, scheiße, okay. Lass dir ruhig Zeit. So. Jetzt stehe ich in einem A cappella bei Rapper Mittwoch. Scheiße, Mann, jetzt hebt die Hände für alle beide von uns auf der Bühne. Jeder von uns hier ist Hip-Hop. Scheiße, erwartest du jetzt von mir Standard-Lines, Titten so wie Rick Ross? Nein, auf der Bühne bin ich im Gegensatz zu dir wirklich der Big Boss. Ich hab kein Geld, trage bis heute keine Goldkette und keinen dicken Pelz. Ich mach Hip-Hop einfach, weil's mir gefällt. Wenn du die drei Zahlen oder sprich die Buchstaben lesen kannst, weißt du ganz genau, ich bin belesen, Mann. VBA, die unterste Schublade. Du weißt ganz genau, wir sind die krankeste Crew-Brigade. Aber höchstwahrscheinlich kennst du uns nicht. Du kleiner Bengel, du bist immer noch eine kindgewordene Bitch. Scheiße, Mann, ich brauche dich nicht. Du bist so wie Rauschgift, einfach fake. Scheiße, ich bin Camo und einfach vor den Cops krass in the Chase. A cappella? Scheiße, Mann, ich bin's doch nicht Yella. Ich bin nicht zweitrangig, ich bin Dr. Dre T und ich hau dir auf deinen Teller. Ich geb dir einen Tenner und hau dir auf dein Kinn Crimson Kinn. Du hast ein Loch in deinem scheiß hässlichen Kinn einfach drin. Ich bin der Typ, der dich pimpft. Ich hab die Zeit um den Hals. Ich bin Flavor Faith und ich nehme Sternburg, weil das besser knallt.
Merkst du was? Das ist der kleine Unterschied zwischen mir und dir. Zwischen mir, dir oder vielleicht auch irgendwann mal Gier. Ich hätte niemals gedacht, dass ich nach 6 Monaten nach einem Park-Rappen hier lande. Scheiße, Mann. Also habt ihr heute alle Bock, mir fehlt die nächste Zeile, aber ich bin froh, hier zu sein, Alter. Was geht? Meine Jungs, ich grüße euch jetzt. Scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass ich gegen so ein Möchtegern-Kind hier rap. Aber kacke, Mann, du hast dich sowieso hinter deiner Mutter versteckt, als ich ihr gesagt habe, heute gibt's für dich kein Pep. Deine ganze Schleimhaut ist einfach weg, versäuert. Scheiße, erzähl mir hier nichts über geldrappende Gangster mit breiter Tachuja. Ey, Chuja, wenn du wirklich hier wärst, mit deinem ganzen Geld, deinem Beamer und deinem Pelz, würdest du hier nicht rappen bei Rapper Mittwoch. Ich mach das einfach nicht für das Preisgeld, sondern wie gesagt, weil es mir gefällt. Rapper Mittwoch, macht mal Lärm. 1:30, die hast du jetzt auch. Hört ganz genau zu und danach bewertet, wer euch besser entertaint hat. Seid mal jetzt alle ruhig! Digga, du bist der Typ, der meine Mutter dazu bringt, Pep zu ziehen. Digga, meine Mutter ist seit 2 Jahren auf Heroin. Und zu dem Rappen, ne? Das ist nicht einfach schreiben, auf die Bühne gehen und irgendwas labern. Rap, das ist Liebe. Das ist wie das Blut in meinen Adern. Das brauche ich zum Überleben, Digga. Das ist einfach wichtig, ne? Und mir fehlt schon wieder die nächste Line, denn ich bin nicht vorbereitet, fuck. Aber habt ihr alle ein bisschen Bock? Habt ihr gute Laune? Wenigstens etwas, so. So, jetzt mache ich einfach weiter, denn das muss ja so sein. Und scheiße, jetzt kicke ich einfach die nächste Line und ich weiß Bescheid, dass ich jetzt zwar raus bin, doch es ist einfach nice, denn Fesas bringt Punchlines auf... Da fehlt das letzte Wort. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich mache mich jetzt ins Publikum, schau Finch und Jarambo beim WMCL zu und trinke dabei noch ein Bier. Yeah. Bleibt noch hier vorne. Ja, kommen wir nun zur Entscheidung. In dieser Runde hat Camo angefangen. Wenn ihr dafür seid, dass Camo ins Finale einziehen soll und das Ding hier mit 2-1 für sich entscheidet, dann bitte die Hände für den MC auf meiner linken Seite für Camo. Ich habe schon einige Hände gesehen. Wir fragen trotzdem nochmal, der MC auf meiner rechten Seite, der gerade nachgelegt hat, zeigt mir eure Hände für Fesas. Ich gucke zum Gremium. Ich denke, die Sache ist eindeutig. Entschieden hat die Runde für sich jetzt Camo. Willkommen im Finale, Camo! So, Rapper Mittwoch, wir kommen natürlich auch zum zweiten Halbfinale. Wir haben hier Fesas, junges Gesicht, 16 Jahre alt, und Camo auch mit 18, noch ziemlich junges Gesicht. Wir fangen mit der Freestyle-Runde an, weil das ist ja die erste Runde. Die hast du dir geholt, weil du wahrscheinlich einfach souveräner auf dem Beat warst, aus meiner Sicht. Du hattest ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen und auch Punches zu liefern. Ganz kurz zur Freestyle-Runde. Ich frage dich mal ganz kurz, wie war das für dich, auf ihn zu treffen? Weil du ja dann auch schon wusstest aus der Vorrunde, wie das so läuft ungefähr mit den Crowd-Reacts und so. Erzähl mal ein bisschen kurz.